Hallo Leute und willkommen bei Team Smolik. Wir haben eine mega Ankündigung für euch. Und zwar gehen wir auf Deutschland-Tour. Das Ganze wird stattfinden vom 18.05. bis zum 21.05. Wir kommen zu euch in die Stadt. Wir beginnen am 18.05. in Crailsheim. Das ist in meiner Heimatstadt. Da können auch die Leute von Stuttgart zu uns kommen. Dann machen wir weiter. Am 19. fahren wir nach Berlin. Am 20. sind wir in Hamburg. Und dann am 21. sind wir in Köln. Und da beenden wir das Ganze. Das Geile dabei ist, wir haben am 20., wenn wir in Hamburg sind, einen Special Guest dabei, und zwar David Russell von Kampfkunst Lifestyle wird uns begleiten, wird mit dabei sein und auch vielleicht ein bisschen was sagen. Markus, worum geht's in der Deutschlandtour und was machen wir da? Das Besondere hierbei ist eigentlich, dass es jetzt nicht rein um Wettkampfsport geht, was wir sonst immer gemacht haben. Wir haben ja sehr viele Seminare in ganz Deutschland gegeben, sogar europaweit. Wir haben Bootcamps gegeben in ganz Deutschland. Hierbei geht es jetzt nicht nur um Wettkampfsport, sondern es ist eine 90-minütige Veranstaltung mit anschließendem Meet and Greet, das heißt Bilder und Autogramme mit Michi, persönliche Gespräche mit mir, mit Michi. Und es geht eben um Erfolg, es geht um ein glückliches Leben, es geht darum, wie wird man im Sport erfolgreich, wie wird man im Business erfolgreich. Ja? Was sind so die Strategien und Prinzipien und Werte, die Michi in seinem Leben benutzt, die ich benutze, die wir eben in unser Training einbauen, woraus wir auch so eine kleine Strategie im Kampf haben. Und wir glauben, vielleicht habt ihr auch unser Buch gelesen, wird jetzt bald neu veröffentlicht. Wir glauben eben, dass diese Erfolgsprinzipien aus dem Kampfsport in das Leben übertragbar sind, dass ihr eben ein erfülltes, glückliches Leben führen könnt. Nochmal zu den Terminen. Michi hat ja gerade schon die Daten und die Orte gesagt. Die Veranstaltungen gehen jeweils der reine Vortrag von Michi mit einem kleinen Anteil von mir. Geht so von 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Einlass wird immer so ab 17.30 Uhr sein, also eine halbe Stunde vorher. Danach ist noch genügend Zeit für persönliche Gespräche, für Bilder, für Fragen aller Art. Also wir sind da wirklich offen. Uns ist auch wichtig, dass ihr euch einbinden könnt, dass ihr uns Fragen stellen könnt, dass ihr fragen könnt, hey Michi, ich habe das und das Thema in meinem Leben, wie gehe ich damit um? Ja? Und wir glauben wirklich, das ist eine einmalige Chance, auch für Leute, die vielleicht zu jung sind, zu alt sind, sich nicht trauen, Wettkampf-Kickboxen zu machen, aber trotzdem Michi mal persönlich kennenlernen wollen. Ist eine sehr, sehr inspirierende Person, kann ich nur bestätigen. Und wir hoffen, euch dann persönlich zu treffen. Das Ganze wird ca. 50 bis 60 Euro kosten. Ich denke, das ist ein sehr, sehr fairer Preis, wo wir euch entgegenkommen. Wir müssen das noch mit Eventteam abklären. Da wird es auch die Tickets geben, was für Kosten da dann noch entstehen. Also rechnet mal mit 50 bis 60 Euro. Weil zu diesem Zeitpunkt, wo wir dieses Video aufnehmen, wissen wir das eben noch nicht. Aber wenn ich das Video hochlade, dann wissen wir das schon. Dann könnt ihr unten schauen, eventteam.de, da wird es Karten geben, die könnt ihr euch kaufen. Die dann bitte vor Ort mitnehmen, dass wir wissen, dass ihr zur Veranstaltung zugelassen seid. Und die ganzen wirklichen Eckdaten, wo genau es dann stattfinden wird, in Köln, in Berlin oder Crailsheim, steht dann auf der Karte drauf. Ja, dann könnt ihr das entnehmen und wissen, hey, da und da muss ich hinkommen. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Wir freuen uns riesig, euch zu sehen, mal zu euch zu kommen und euch kennenzulernen und ja, mal so ein bisschen Feedback auch von euch zu bekommen. Wird auf jeden Fall ein schöner Abend, denke ich mal. Ja. Das war's zu den Infos für die Deutschland-Tour. Einfach mal Augen offen halten auf meiner Facebook-Seite oder Instagram, Snapchat ist unten auch alles verlinkt. Das war Markus und Michael Smolik. Danke fürs Zuhören. Haut rein. Hopp.